Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Damit ihr eure gute Laune behaltet. 10 Minuten zu spät, Herr Schneidewind. Ist schon jemand verhungert? Ich! Und der Kaffee? Was? Ruder Backbord 7. Halten Sie auf die Segeljacht zu. Ruder Backbord 7. Ist da was los? Herr Schneidewind, die Kaffeepause ist beendet. Ja, ist ja gut. Kalle, vielen Dank für den Kaffee. Gerne. Herr Hohmann, die Yacht heißt Carolina. Bitte versuchen Sie, Funkkontakt herzustellen. Jo, Kapitän. Neuer Kurs liegt an. Seltsam. Da ist gerade jemand abgehauen. Jetzt scheint keiner mehr an Bord zu sein. Maschinen langsam voraus. Maschinen langsam voraus. Maschinen drehen voraus. Gehen Sie längsseits. Keine Antwort, Kapitän. Was wollen wir machen? Schicken Sie 2 Mann rüber. Hier, Roman.
Boot ist leer, kein Mensch an Bord. Scheiße, das ist eine Bombe! Doch ehrlich, ich glaube, wir haben hier eine Bombe an Bord. Klar bei dir? Ganz schön knapp, was? Kann man wohl sagen. Die Segeljacht ist geklaut. Irgendwer wollte es wohl als Beweis vernichten. Darum auch die Bombe. Gut gemacht, Wolfgang. Hast dir und dem Jungen das Leben gerettet. Na ja. Wo ist Roman überhaupt? Er hat es eilig, zum Strand zu kommen. Seine neue Flamme wartet da. Schon wieder eine neue? Hey, Roman, komm mit Klamotten aus dem Rad. Halt den Rand, Bademeister. Und, hin. Was machst du denn? Auf See, wo sonst? Hin. Was aufregen? Besser als hier am Strand aus dem Hopfen bestimmt. Komm weiter, geh weiter. Was soll denn das heißen? Passt dir irgendwas nicht? Spiel doch mit. Nee, lass uns lieber essen gehen. Oh, lädst uns alle ein? Wir könnten doch alle zusammen essen gehen. Sag mal, hast du ein Rad ab? Ich bin mit dir verabredet und du willst hier alle mitschleppen. Ach, Roman, komm, was heißt verabredet, da mein Spiel zu gewinnen? Komm, ich habe einen Tisch reserviert. Wo denn? Im Ratskeller, in der Fischstube. Ich mag ja keinen Fisch. Och, und außerdem hat der Laden seit einer Woche zu. Also, Maike, was ist denn jetzt? Ich muss dich an, okay? Das ist aber ein schönes Boot. Danke. Stimmt. 12 Meter, so schätze ich. 12,32. Genau. Segeln Sie auch? Ja, seit meiner Kindheit. Das kann ja noch nicht ganz lange her sein. Wo soll's denn hingehen? Rund Bornholm. Das schaffe ich in 4 Tagen. Ganz alleine? Ja. Wollen Sie denn noch alleine segeln? Das will er schon seit 17 Jahren, Kindchen. Nicht wahr, Erwin? Schönen Abend. Es ist eine Segeljacht Carolina als vermisst gemeldet, gestern von einer Frau Professor Wilding aus Kiel. Haben Sie da schon angerufen? Nee, ich mach das gleich. Was steht sonst noch im Fax? Hier steht, normalerweise meldet sich Ihr Mann alle 12 Stunden, aber das hat er seit vorgestern nicht getan. Sie müssen der Frau sagen, dass Ihr Mann wahrscheinlich tot ist. Ja, aber wir haben gar keine Leiche. Aber wir haben 6 ähnliche Fälle. Ja, und? Und da gab's immer eine Leiche, danke. Bitte. Schickes Boot. Oh, danke. 16 Meter? Gutes Auge, 16,50. Darf ich es mir mal anschauen?
bitte. Wo soll's denn hingehen? Kopenhagen. Die Unterwand ist ein bisschen lose, hm? Oh, aber nur ein bisschen. Naja, aber bei 5 Stärken hartem Winter macht das schon Probleme. Können Sie das Boot denn alleine segeln? Na klar, dafür ist es ja gebaut. Mhm. Wollen Sie das denn auch? Tja, einen schönen Feierabend. Ja, selbst. Ja, auch. Wie kommen Sie nach Hause? Ich nehme Sie mit. Aha, na dann bis übermorgen. Ja. Hm? Kurt. Ja? Hast du die Ermittlungsakten von der Kripo schon gelesen? Welche? Ja, wegen der geklauten Schiffe. Ah, das habe ich noch nicht geschafft. Geh doch mal selber vorbei. Na ja, gut. Vielleicht die morgen. Carolina stammt aus Kiel. Da muss es doch einen Club geben. Einen Hafenmeister. Irgendjemand, der das Schiff kennt. Mhm. Ja, ja. Müssen wir nachfassen. Ich hol mir schnell das Hafenhandbuch. Ja. Du, Holger. Nimmst du einen Rat an? Von einem Vorgesetzten? Ah, von einem Freund. Du warst viel draußen. Kümmere dich mehr um Ingrid und den Jungen. Du hast morgen frei, bleib zu Hause, lass deinen DO das machen. Ja, ja, überleg's mir. Wir können. Pass auf, hier im Objekt nur 30. Ja, ja, ich hab Tempomat. Tschüss. Tschüss. Vielleicht was zu trinken da? Ja, unten im Kühlschrank. Wein? Ja. Schon mal ein. Ich würde gern mitfahren, wenn Sie morgen zur Krippe gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich fahre. Kann ich Sie morgen früh anrufen? Tja. Hier können Sie gleich anhalten. Ich wohne nicht weit von hier. Hier? Rufen Sie mich an, wann Sie wollen. Jederzeit? Klar, Kapitän. Nein. Holger hat Dienst, wie immer. Sie wollen Erik von der Schule werfen. Sie haben ihn erwischt, wie er Hasch geraucht hat. Gut. Ja, Mama, Hasch. Ich muss Schluss machen. Holger kommt nach Hause. Tschüss, Mama. Tag. Hättest deine Mutter ruhig von mir grüßen können. Sag mal, hast du nichts zu essen gemacht? Wo warst du? Dienst, Ermittlungen. Ihr solltet vor 4 Stunden einlaufen. Sind wir auch. Wir haben eine geklaute Yacht gefunden. Die musste erst noch untersucht werden. Alles, was damit zusammenhängt. Berichte schreiben und... Das dauert eben. Dich zieht nicht mehr viel nach Hause, was? Oh, was soll denn das jetzt wieder? Ich bin doch hier. Ich meine... Ich mach mir jetzt erstmal was zu essen. Ich hab den ganzen Tag gearbeitet. Du fragst gar nicht nach Erik. Muss ich denn nach ihm fragen? Warum sagst du nicht einfach, was los ist? Ist er nicht da? Nein, Holger. Er ist nicht da. Er ist abends nie da. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Er sagt mir nichts. Hängt er wieder mit diesen Typen rum? Natürlich. Was denn sonst? Was denkst denn du? Ich habe ihn angefleht, sich nicht mehr mit denen zu treffen, aber von mir lässt er sich nichts sagen. Ja, ich hätte doch mit ihm reden können. Warum hast du mich nicht angerufen? Wenn er dich gebraucht hätte, wärst du dann sofort zurückgekommen? Mitten aus dem Einsatz? Nein, wahrscheinlich nicht. Mit Sicherheit nicht. Du kannst doch ohne die See nicht leben. Und deshalb muss Erik eben ohne dich leben. Und ich gehe auch kaputt. Bitte, Ingrid. Ich bin doch da. Scheiße, verdammt! Lass das. Ich mach das schon. Setz dich irgendwo hin.
So. Auf einen schönen Turn. Und auf einen sehr netten Skipper. Finden Sie? Ja. Cheers. Besoffen bist du. Du hast mich hier von meinen ganzen Freunden total blamiert. Was soll denn der Scheiß? Komm, mein Junge, du musst ins Bett. Kann ich nicht mal mein eigenes Leben leben? Ja, wenn du kannst, ja. Verdammt doch mal, was nervst denn du hier rum? Komm, ist ja gut. Komm jetzt. Soll sie mal ausschlafen, war ja spät genug gestern. Also, falls du es vergessen hast, er soll um 8 in der Schule sein. Das wird er wohl nicht schaffen. Mann, war der vielleicht besoffen gestern. Und was soll ich der Schule sagen? Er ist krank. Er ist nicht krank. Er hat keine Lust. Wie soll er so sein Abitur schaffen? Das ist unser Problem. Was? Der Junge will zur See und das so schnell wie möglich. Er braucht kein Abitur. Das schon wieder. Ja, das schon wieder. Es ist Unsinn, ihn noch länger auf die Schule zu schicken. Wenn er nicht will, können wir ihn nicht zwingen. Versteh doch. Wir können ihn nicht immer an der Kandare halten. Lass ihn seinen Beruf selbst wählen. Nein, er soll in die Schule. Er soll was Anständiges werden. Und du? Musst du nicht sowieso jetzt wieder los, wie immer? Nein, heute bleibe ich hier. Denn da? Ich wollte nur mal sehen, wo wir sind. Willst du einen Kaffee? Ja, ja. Meines Mannes. Unser Schiff. Wo wollte er damit hin? Er hat immer darunter gelitten, dass ich überhaupt nicht seefest bin. Ich konnte ein Schiff einfach nicht betreten. Er wollte nach Riga. Hat er sich von da gemeldet? Nein. Deshalb bin ich ja zur Polizei gegangen. Kein Lebenszeichen. Frau Wilding, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Ja. Das wird mir allmählich klar. Aber wer tut denn sowas? Die Schiffe werden gestohlen, umgespritzt und dann weiterverkauft. Sie meinen, mein Mann ist auf offener See überfallen worden? Das wissen wir nicht. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Mann jemanden mitgenommen hat? Nein. Ich meine, ohne es Ihnen zu sagen. Eine Geliebte? Mein Mann doch nicht. Ach, der Professor Wilding! Der ist für 3 Wochen weg. Schönes Schiff, die Carolina. Schnell, gut gepflegt. Ist der alleine raus? Nee,
Der hat ein blutjunges Ding an Bord. Eine scharfe Blondine, wenn Sie verstehen. Also eine von den Studentinnen, die einen Sommerjob auf dem Boot suchen und manchmal auch ein bisschen mehr. Und das haben Sie genau gesehen? Ja, klar. Er hat den Wasserkanister stehen lassen. Den habe ich ihm ans Boot gebracht, als er weg wollte. Da war sie an Bord. Das fand der Professor gar nicht so schlecht. Er hatte noch einen langen Turn vor sich. Nach Helsinki oder so. Nach Riga. Sagen Sie, könnten Sie diese junge Frau etwas genauer beschreiben? Da muss ich mal überlegen. Etwas über 20, blond. Na ja, wie diese jungen Dinger so aussehen, die hier rumlaufen. Ne? Und Sie würden sie wiedererkennen? Ja, das war ja sehr attraktiv. Ich glaube schon. Dankeschön. Herrlich, so ein schöner Tag im Sommer. Der Garten hat auch lange nicht mehr so gut ausgesehen. Ja, stimmt. Wunderbar. Ach, komm her, mein Junge. Ausgeschlafen hier. Iss erst mal was. Das ist aber ein mageres Frühstück. Er isst nie mehr. Was hörst du da? Nee, ich geh schon. Bleibt ihr jetzt immer hier? Das war die Einsatzzentrale. Wartet nicht mit dem Abendessen. Tschüss. Tag, Holger. Tag. Hier, ich hole mir eine neue. Danke. Hm? Gut erholt? Wie weit sind Sie gekommen? Alle Fälle der letzten 24 Monate ähneln sich. Immer sind es Männer, die alleine segeln auf sehr guten Booten. Kommen Sie mit, ich zeige Sie. Gibt's Zeugen? Kaum. In Kiel soll dieser Professor Wilding eine junge Blondine mit an Bord genommen haben. Das sagt doch der Hafenmeister vom Flensburger Yachthafen. Und hier, in Wedel, gibt's eine ganz ähnliche Geschichte. Die Angaben sind aber immer sehr ungenau. Nur in einem sind sich alle Zeugen einig. Die Frau ist sehr attraktiv. Ein Lockvogel also. Die überfallen die Yacht nicht auf See, sondern sie fährt von vornherein mit. Und dann trifft sie ihren Komplizen auf offener See. Und dann schleppen sie die Yacht ab und spritzen sie um. Sag mal, ihr fahrt doch morgen wieder raus. Ja, wir hatten ja einen ganzen Tag frei. Sieh dir das mal an. Das sind die geplanten Routen der Yachten, soweit sie sich rekonstruieren ließen. Sie führen alle durch dieses Gebiet. Hat hier eigentlich niemand die Fälle so richtig untersucht? Die Männer sind einfach ertrunken. Man ist da immer von einem Unglück ausgegangen. Außerdem gab es verschiedene Zuständigkeiten. Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Dänemark, Schweden. Je nachdem, wo die Leichen angetrieben wurden. Kapitän auf Brücke. Wir haben ein unbekanntes Objekt voraus. Wo? 2 Strich an Bamburg. Da liegt an einem Teich. Schlauchbootklammer machen. Rettungsnetz, Backbord ausbringen. Frau Hansen, fahren Sie das Schiff auf 50 Meter an das Objekt ran. Ich fahr weiter. Achtung, wir haben eine Wasserleiche voraus. Bitte alles zur Aufnahme bereit machen. Rettungsboot, Steuerbord zu Wasser lassen. Besatzung, Frieden, Hahnemann, Müller. Rettungsnetz zu Wasser lassen. Na? Herr Schneidewind, da bitte mit Notfallausrüstung auf das Achterdeck. Ich bin da schon längst da. Ja, die Hansen, die nimmt das eben sehr genau, nicht dieser übliche Schlendrian. Wahrscheinlich ihre erste Wasserleiche. Und deine 120. Wenn's reicht. Kannst du sie deswegen zum Leben erwecken? Sag mal, bin ich vielleicht der liebe Gott oder was? Hä? Was ist mit dem Schlauchboot? Ich habe keine Meldung. Schlauchboot ist klar zum Aussetzen.
Schlauchboot aussetzen. Bruder Steuerbord 10. Bruder Steuerbord 10. Beide zurück auf Kleine. Beide auf Kleine. Beide stopp. So, halt, stopp! Er lag noch nicht lange im Wasser, höchstens 30 Stunden. Wahrscheinlich ist er ertrunken. Ja, vielleicht Herzschlag oder Unfall. Wie alt könnte er sein? Zwischen 50 und 60. Genau 55 Jahre und fast 12 Monate. Ich habe seine Sachen durchsucht. Übermorgen hat er Geburtstag. Peter de Waal aus Heiligenhafen. Ich habe schon alles durchgegeben. Sie schicken Hubschrauber. Vielleicht finden wir ja einen Wrack. Oder noch eine Leiche. Das glaube ich nicht. Es handelt sich um einen weiteren Yachtdiebstahl. Hatte der Mann irgendwelche Verletzungen? Nee, ich habe nichts gesehen. Haben Sie sich die Leiche genau angeguckt? Meine Güte, was allein sehen nun mal so aus. Na dann, auf geht's. Was wollt ihr denn essen? Ne? Etwas Besonderes? Dann eben nicht. Wir müssen diese blonde Frau finden, die zu diesen Männern aufs Schiff steigt und sie dann umbringt. Dafür gibt's keine Beweise. Na, auf jeden Fall hat sie was mit den Diebstählen zu tun. Blonde Frauen gibt's viele. Ich kenne mich da aus. Du weißt das allerdings. Ich habe jetzt mal alle Häfen aufgeschrieben, wo sie offenbar aufgetaucht ist. Zeigen Sie mal. Ja, das sind alle größeren Häfen an der Küste. Mhm. Eben, alle schöne Yachthäfen, wo man solche Boote leicht findet und wo seine schöne Frau nicht weiter auffällt. Ja, da kannst du jetzt Heiligenhafen dazu schreiben. Ja, bleibt nur noch einer übrig. Neustadt. Und da wird sie über kurz oder lang auch auftauchen. Ja, aber wann? Die Saison ist kurz. Alle paar Tage ist eine Yacht verschwunden. Das wird nicht lang dauern. Während Ihre Kumpane das Boot umspritzen, besorgt sie bereits das nächste. So eine Schweinebande. Wirklich, für ein paar Schiffe bringen die reihenweise die Leute um. Das sind schöne Schiffe, da steckt eine Menge Kohle drin. Und dieser Frau macht das wahrscheinlich auch noch Spaß. Da wir nicht wissen, wie sie aussieht, müssen wir ihr eine Falle stellen. Völlig ausgeschlossen. So was Verrücktes habe ich ja noch nie gehört. Aber ist doch möglich. Mensch, Kurt, wir müssen was unternehmen, sonst wird demnächst wieder jemand umgebracht. Behauptet doch nicht sowas. Vielleicht handelt es sich nur um eine Reihe von Unglücksfällen. Schließlich sind die Leute ertrunken. Über Bord geworfen wurden die. Es gab in der fraglichen Zeit keinen Sturm, nichts, was einen Unfall wahrscheinlich macht. Wir haben auch kein Wrack gefunden. Bisher. Außerdem weiß keiner, wie die Frau überhaupt aussieht. Ihr habt doch die Zeugenaussagen gelesen, die widersprechen sich doch total. Wahrscheinlich gibt's diese Frau gar nicht. Das sind doch alles Hirngespinste. Aber wir müssen es doch versuchen. Holger, pass mal auf. Deine Mannschaft schiebt doch jede Menge Überstunden vor sich her. Die müsst ihr ja irgendwann mal abummeln. Was willst du damit sagen? Ich meine das so. Ihr habt frei. Eure nächste Streife wird verschoben, damit ihr mal den Kopf wieder frei bekommt. Ihr seid ja total überarbeitet. Kapitän? Wenn wir jetzt frei haben, dann können wir doch machen, was wir wollen. Das ist ja ein schönes Schiff. Wie kommst du dazu? Hab ich geliehen. Für das Geld, was du zahlen kannst, darfst du noch nicht mal eine halbe Stunde drauf sitzen. Darf ich denn wenigstens an Bord kommen?
Nee, es geht jetzt nicht. Ich erklär's dir später. Ist dienstlich und geheim. Wir wollten uns doch treffen. Okay, wie du willst. Tag. Hallo. Angebissen. Oh. Die, ach, das ist die Tochter vom Hafenmeister. Kassiert Liegegeld. Hm. Apfel? So, Abend, Hohmann. Abend. Ablösung. Ja, wir haben Zeit. Ja. Mach's gut. Du auch, ja. Ach, Holger, endlich. Mensch, ich hab die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ja, ja, sehe ich. Oh, so ein blöder Plan. Lass mal, die Blonde kommt schon noch. Ja, so wie du aussiehst. Ja, ganz im Gegensatz zu dir. Ja. Woher willst du eigentlich erkennen, wie sie aussieht? Was? Ob sie richtige ist. Ja, das kriege ich schon irgendwie mit. Tschüss, mach's gut. Ja, grüß die anderen. Hi. Hallo. Ist ein schickes Boot. Ja. So 15 Meter? Sehr gut. 15, 25. Wo soll's denn hingehen? Malmö, Schweden. Ganz alleine? Wieso nicht? Ich segle gern allein. Wollen Sie denn auch alleine segeln? Kapitän läuft aus. Mit einer Blondine an Bord. Ja, Hansen hier. Alles klar machen zum Auslaufen. Sie beobachtet. Sehr gut. Sie machen das doch nicht zum ersten Mal, ne? Das habe ich auch nicht behauptet. Kennen Sie sich eigentlich in dem Revier aus? Ich meine, die kleinen Häfen und so? Wer kennt sein Revier schon gut? Was machen Sie, wenn Sie nicht segeln? Ich heiße übrigens Julia. Julia.
Backbord voraus, Kleine! Das war knapp. Backbord voraus, Kleine. Backbord dreht voraus, Kleine. Backbord, stopp! Backbord, stopp! Ziemlich genau zwischen Geza und Warnemünde. Ich hoffe doch, wir haben Sonnenöl an Bord. Guck mal nach. Danke. Sind Sie. Beide voraus, Kleine. Beide voraus, Kleine. Kleine dreht. Neuer Kurs 086. Neuer Kurs 086. Nämlich müsste er doch wissen, ob sie es ist oder nicht. Er muss es nicht nur wissen, er muss es auch beweisen können. 086 liegt an. Ja, letztlich wissen wir das erst, wenn sie ihn über Bord geworfen hat. Wenn er am Teich liegt wie die anderen? Na, hoffentlich ein bisschen lebendiger. Das ist angenehm. Machen Sie das eigentlich immer so? Nur bei Männern, die mir gefallen. Vorsicht. Sie verbrennen sich. Bleiben Sie nicht zu lange in der Sonne. Krieg ich wenigstens ein Bier von dir? Aber immer. Dein Kopf. Rebecca für Warschau, bitte kommen. Für Warschau. Rebecca, wir hören. Position 54 Grad, 25 Minuten Nord.
12 Grad, 5 Minuten Ost. Erwarte euch. Die Reise kann beginnen. Ich habe aber noch einen Seesack an Bord. Verstanden. Wir brauchen den aber nicht. Schmeiß ihn weg. Ende. Verstanden. Los. Rauf. Lass raufgehen. Muster dich um. Spring über Bord oder ich knall dich ab. Ey, was soll denn das? Mistkerl. Ganz ruhig bleiben. Spring mir nicht über Bord. Albatros für Elas, bitte kommen. Die Maus ist im Käfig, jetzt warte ich auf die Katze. Eingreifen erst auf Anforderung. Ende. Verstanden, Ende. Ziemlich hoher Einsatz. Elas weiß schon, was er macht. Er entschließt sich die ganze Bank. Da kommen unsere Freunde. Die Katze schleicht sich an. Viel Glück. Kein Wort. Wenn du mitspielst, hast du von dem Richter gute Karten. Wenn nicht... Einsatz! Danke. Und so gesund, ja? Ja. Willkommen an Bord. Auftrag ausgeführt. Na, der Einsatz hatte da auch ein paar schöne Seiten. Hm? Ja. Ich könnte mich dran gewöhnen. Komm.